Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Alberde Naturkosmetik-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Alberde Adventskalender, den wird es bei DM geben, ne? Der kostet 19,95 Euro. Ich habe ihn online bestellt bei DM und er wird ab dem 24.09. im Laden zu finden sein. Vielleicht hat man Glück und man findet den ein bisschen eher. Ich musste ihn leider online bestellen, weil, ja, ich möchte ihn hier halt vorstellen, damit ihr sehen könnt, ob er sich lohnt oder eben nicht. Ich werde die Wertpreise von den einzelnen Produkten immer so ein bisschen runterbrechen und versuche mich da am aktuellen Alberde-Sortiment zu orientieren. Das blende ich euch hier oben in meiner Lampe auch immer so ein und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Zuallererst, er ist wunderschön, oder? Ich liebe dieses Design. Ich mag es, dass wir hier so eine große Kugel haben und das alles so weihnachtlich gestaltet ist. Gut, es ist ein Adventskalender, aber nicht jeder Adventskalender ist weihnachtlich genug gestaltet, als dass man ihn schön findet, oder? Und der ist bombastisch schön. Den hat man gerne bei sich in der Küche hängen. Hier oben geht's los mit der Nummer 1. Der Adventskalender startet mit einer Handcreme. Na guck, kann man auf jeden Fall gebrauchen, ist nicht verkehrt. Das ist mit Bio-Vanille und Bio-Weidenrinde. Zertifizierte Naturkosmetik ist es, glaube ich, eh alles. Ne? 20 ml sind hier drin enthalten. Und ja, Handcreme, Winter, raue Hände, gib ihm Pflege. So wunderschön dieses Design auch vom Adventskalender ist. Man findet die Zahlen nicht so leicht, was ich persönlich jetzt gerade nicht so ultra schlimm finde, aber ich wollte es auf jeden Fall mit angemerkt haben und wir haben hier die Nummer 2. Da ist ein Schaumbad drin enthalten mit Bio-Aloe Vera, das sind 25 ml und das reicht für eine Anwendung. Ja, also wir haben jetzt hier keine Badewanne, aber ich werde das auf jeden Fall weiter verschenken. Die ein oder andere in meinem Umfeld hat eine Badewanne, wird sich drüber freuen und deswegen ist es ganz cool. Ich liebe das Design, was da einfach drauf ist. Vielleicht bekommt meine Mama das sogar, weil meine Mama reitet und da ist ein Pferdchen drauf, ein Schaukelpferdchen. Hier unten ist die Nummer 3. Pflegedusche mit Bio-Lavendel haben wir hier drin enthalten. Da sind 50 ml drin. Ja, vom Tubendesign ist das alles ähnlich, ne? Die Balea Adventskalender genauso wie auch Alverde, weil das sind ja alles DM-Eigenmarken. Deswegen macht das Sinn, dass die da einheitliche Verpackungsgrößen, Designs, wie auch immer verwenden. Und ja, Lavendel beruhigt auf jeden Fall. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ich das auch selber verwende, weil das jetzt nicht irgendwie nach Essen oder so riecht. Und ich dusche abends und da möchte man runterkommen und da kommt Lavendel eigentlich ganz gut. Oh ja, und ich liebe Lavendelduft. Oh ja, oh guck mal, der träumt. Sieht man da irgendwas? Also ich höre ihn auf jeden Fall schmatzen. Das ist immer so knuffig, ne? Die Nummer 4 haben wir hier. Alverde hat ja auch ein sehr großes Make-up-Sortiment. Da habe ich auch schon ein Fullface zugeschminkt, was ich euch hier oben mal verlinken kann. Aber ich glaube, wir haben in diesem Adventskalender ausschließlich Pflege drin. Hier haben wir eine hydrofeuchtigkeitsspendende Maske. Okay, die ist echt klein, aber ein geiles Design. Das war ein Reim. 5 ml sind hier drin enthalten und da hast du Calendula und Aloe Vera und so mit drin. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Feuchtigkeit brauchen wir. Hier oben in der Ecke versteckt sich die Nummer 5. Gestartet haben wir mit den Händen und jetzt sind wir schon bei den Füßen. Das geht ja ruckzuck hier. Eine Fußlotion mit Bio-Vanille und Bio-Weidenrinde. Das ist, glaube ich, der gleiche Duft. Ja. 20 ml haben wir hier drin enthalten. Und die Füße sollten wir bitte nicht vergessen, auch mitzupflegen. Jeden Abend mache ich mir eine Fußcreme drauf. Und bislang sind das aber auch, ehrlich gesagt, alles Produkte, die unisex verwendbar sind. Das finde ich übrigens auch gerade sehr bemerkenswert und cool. Klar, du hast ja auch diesen Vanilleduft mit drin, aber dieser Zusammenklang von Vanille und Weidenrinde, Bio, ne, wisst ihr Bescheid, macht das Ganze unisex. Können beide verwenden. Das ist cool. Ich bin mal gespannt, was die bei Nikolaus reinpacken werden, die Nummer 6. Das finde ich cool. Das ist eine Full Size. Also an Nikolaus erwartet man halt ein bisschen was anderes, ne? Und hier ist von Alverde Hydro Eye Roll-On mit Hyaluronsäure drin. Das ist so ein ganz tolles Produkt, was ich schon bei vielen gehört habe. Ich habe selber noch nicht verwendet, was halt hier oben auch so eine Metallkugel drin hat, damit die Augenpartie halt wirklich gekühlt wird, ne? Mega cool und schön so morgens nach dem Aufstehen, einfach um ein bisschen diesen frische Wachwerde-Kick zu bekommen. Hier unten ist die Nummer 7. Ein Shampoo darf nicht fehlen und hier haben wir ein Nutricare Shampoo mit Bio-Mandel und Bio-Argan. Argan ist total toll für die Haare. Trockenes und sprödes Haar, 50 ml sind hier drin enthalten und das hört sich sehr, sehr angenehm pflegend an. Fokus, ich laufe gerade meinem Fokus hinterher. Okay, läuft.
Von der Nummer 8 wünsche ich mir immer, dass sie macht, dass es kracht. Das finde ich cool, denn direkt darauf hinauf, da hinterher, haben wir die passende Spülung dazu mit Biomandel und Bio-Argan. Und hier haben wir 50 Milliliter enthalten. Das finde ich cool, denn da haben wir genauso viel Spülung wie Shampoo drin. Das brauche ich halt auch immer, ne? Weil in meinen Längen, Leute, ich habe hier echt lange Zottel, ne? Da muss ordentlich was rein. Deswegen finde ich das klasse, echt top. Über die Nummer 9 möchte ich mich immer etwas freuen. Das finde ich ziemlich witzig, ne? Wir haben bei der Spülung jetzt eine große Verpackung gehabt und bei der Körperlotion mit Biorose, was ich lieben würde, haben wir leider nur eine kleine Verpackung mit 20 Millilitern. Komme ich vielleicht so zweimal mit aus, wenn überhaupt ein-, zweimal. Kommt drauf an, wie sehr sie einzieht, ne? Ja, aber ich finde die Düfte aus diesem Adventskalender richtig gut. Ich rieche nicht wie ein kompletter Süßigkeitenladen, sondern ich habe hier halt richtig normale, geile Düfte. Also ich freue mich da richtig, richtig drüber. Richtig. Die Nummer 10 ist ja winzig klein. Was wird da bloß drin sein? Oh mein Gott, Entschuldigung. Manchmal kommt es so über mich und dann muss ich das raushauen. Ich kann einfach nicht anders. Und wenn ich dann beim Schnitt sitze, denke ich mir, Claudi, ganz ehrlich, hast du das ernsthaft gesagt? Aber ich lasse es trotzdem drin. Okay, wir haben ja wieder was Kleines drin und das ist eine Handmaske. Das ist ja mal ein bisschen fancy, ne? Mit Bio-Cranberry und Bio-Paranuss. Mhm. Den Duft mag ich eigentlich auch ganz gerne. 5 Milliliter sind hier drin, also das ist halt wirklich nur für eine Anwendung. Mal eben so, ne? Das kannst du dir drauf machen wie eine Handcreme und dann lässt es halt einwirken. Wie lange muss das hier sein? Nö. Also hier steht, Einfach nur auftragen. Hier steht nicht, dass man die abwaschen muss. Okay, dann wird die wahrscheinlich einfach wie eine gute Handcreme ordentlich einziehen. Du kannst dir natürlich dann auch einfach irgendwie so Baumwollhandschuhe drüber ziehen. Genauso bei den Füßen ja auch so Baumwollsocken, wenn du eine Maske drauf machst, ne? Und ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte und gibt nochmal den extra Portion Pflege-Kick. Irgendwie so. Die Nummer 11. Also das finde ich cool, ne? Hier haben wir nochmal eine Full-Size, glaube ich, drin. 8 Milliliter. Lippenmaske mit Bio-Honig. Auch das ist voll mein Ding, finde ich klasse. Sowas würde ich mir abends einfach drauf machen. Und das ist wohl mit Shea, Butter, Rizinusöl und Honig. Und ja, würde ich mir abends drauf machen, dann über Nacht halt einwirken lassen. Ich finde es klasse. Also wir haben hier bislang echt top, top Produkte drin. Und ich finde, da kommen wir am Fazit zu. 12. Halbzeit haben wir hier oben. Ein Schaumbad mit Bio-Brombeere haben wir hier drin. 25 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, das ist ein schönes, bäriges Bad. Schöner, bäriger Badezusatz. Ist jetzt schon der zweite, den wir hier drin haben. Genau, wir hatten ja auch hier in der 2 einen schon genauso in dieser Form mit dabei. Design, wundervoll, kann man 1A weiter verschenken oder an Weihnachtsgeschenke zum Beispiel auch dran machen oder wenn man selber den Adventskalender öffnet, verwenden. Kann man natürlich auch aufteilen und als Fußbad verwenden. Ich werde es aber weiter schenken, weil ich habe genug andere Produkte, die ich als Fußbad zweckentfremden werde, auch wenn mich das alles echt anspricht, muss ich gestehen. Okay, okay. Wie wird es mit der Nummer 13 in der zweiten Hälfte weitergehen? Ja. Yay, wir haben endlich eine 50 Milliliter, ich wollte gerade Full-Size Body Lotion sagen, nein. Eine Körperlotion mit Bio-Lavendel, passend zu dem Duschgel, was wir eben schon hatten. Und ja, ne, auch das wird dann eine beruhigende Kiste sein. Finde ich klasse, mag ich gerne leiden. Und dann hoffe ich jetzt nur, dass es halt auch ein Produkt ist, was ordentlich einzieht. Aber es ist ein guter Duft, mag ich, ne? Hatten wir jetzt, ja, letzten... Oh. Haben wir jetzt vielleicht noch irgendwas in Full-Size in Bio-Rose mit dabei? Weil da hatten wir ja eben nur die kleine Körperlotion. Mal gucken. Die Nummer 14 ist hier zu sehen. Ein Fußpeeling haben wir hier drin mit Bio-Ingwer und Bio-Zitrone. 20 Milliliter sind hier drin enthalten und das finde ich echt klasse. Da wird wirklich mal so ein bisschen was Spezielleres reingepackt, ne? Mir gefällt's. Die Nummer 15. Ja, wir haben hier schon relativ viele so Sachet-Dinger mit drin, aber das finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Hier habe ich die Haarmaske mit Bio-Kurkuma und Bio-Orange. Da sind 2x7,5 Milliliter drin enthalten und die musst du auch tatsächlich nur 3 Minuten einwirken lassen. Und das finde ich cool. 2 Anwendungen und ja, ne? Also auf jeden Fall gut gemacht. Hätten die natürlich auch in kleines Tübchen reinmachen können, aber so kannst du es dir ganz genau dosieren. Also nicht dosieren, sondern halt aufteilen. Ich finde es cool. Echt. Die Nummer 16 haben wir hier hinten. Was eine geile Cremedusche. Bio-Baumwolle und Bio-Mandel. Also die Düfte sprechen mich hier echt an. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das, also Baumwollduft, ne? Das ist ja so frisch gewaschene Wäsche. Und dann noch Mandel, also so Pflege mit der... Oh, ich habe geproppt. Da ist es daneben geproppt. Geil, ja. Also da muss ich kurz den Propen hier wegmachen, weil ich kann es jetzt nicht über meine Haut eincremen. Aber die kommt direkt mit unter die Dusche. Das riecht hammermäßig gut.
Boah, ich mag den Duft. Richtig, richtig, richtig sauber, ne? Kann man sagen. Habe ich das eben schon in die Kamera gehalten? Ich weiß nicht. Schaut euch das nochmal an. Und das Design ist auch noch ein Traum, ne? Ist schön. Die Nummer 17. Natürlich sollen wir nicht nur den Körper und die Haare waschen, sondern auch das Gesicht. Und dafür haben wir hier ein Waschgel mit dabei, mit bio-grünem Tee. 20 Milliliter sind in dieser Tube drin. Und das, also ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, aber ich finde den Adventskalender richtig klasse gerade. Die Duftrichtungen sind gut gewählt. Das sind halt nicht so aus der Luft gegriffene Sachen. Also das ist ein Adventskalender, schon wieder hier mittendrin Fazit, ne? Den man sich halt als erwachsene Person halt auch super gerne anschauen und anriechen wird. Und das ist Unisex. Auch das finde ich klasse. Jo, ne? Auf in die Weihnachtswoche mit der Nummer 18. Das war auch schon wieder so ein winzig kleines Kläppchen. Und hier haben wir wieder eine Einmalanwendung von einer Feuchtigkeitsmaske mit Bio-Kaktusfeige und Bio-Vanille. Also klasse. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das lässt du 15 Minuten drauf und kannst es dann entsprechend abnehmen. Also, mag ich. Beim Lebkuchenhaus befindet sich die Nummer 19. Noch so ein Sachet. Mal gucken, was drin ist. Noch ein Schaumbad. Okay, das ist jetzt das dritte Schaumbad, glaube ich, oder? Ja. Bio-Mandarine. Okay, 25 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ja, so langsam haben wir so ein Schaumbad-Overkill, muss ich gestehen. Also, ne, das ist ein bisschen viel, muss ich gestehen. Ja. Die Nummer 20. Hier haben wir eine Pflegedusche mit Bio-Mandarine. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Definitiv ein schöner Weihnachtsduft. Ich persönlich mag nicht so gerne die zitrischen Düfte unter der Dusche, wenn sie alleine sind. Wenn es halt in Kombination mit Vanille oder sowas ist und das halt nicht rein zitrisch überwiegt, finde ich es irgendwie schon wieder cool. Ne? Das ist jeder Jeck ist anders. Aber ein schönes Weihnachtsprodukt finde ich klasse. Dann kann man sich vor Weihnachten nochmal kurz duschen. Die Nummer 21. Ein winzig kleines Duschpeeling mit Bio-Ingwer und Bio-Zitrone, genau wie das Fußpeeling, glaube ich, von eben. Hier sind 20 Milliliter drin, da kommt man nicht so lange mit hin. Also da zwei Anwendungen, wenn überhaupt zwei Anwendungen, muss man wirklich gucken und dann vorsichtig dosieren, ne? Die Nummer 22. Okay, wir haben noch ein Sachet und auch das war mal wieder ein Reim. Eine Fußmaske mit Bio-Cranberry und Bio-Paranuss. Da sind zwei Sachets a 7,5 Milliliter drin enthalten und wir haben da drauf einen Tannenbaum, der mir richtig gut gefällt. Also, ne, ist wunderschön, da ist eine Katze mit bei. Ich persönlich würde es ja präferieren, wenn ein Hund drauf zu sehen wäre. Aber wir haben irgendwie bei den, also meistens, alles so mit Weihnachten und so, da siehst du meistens Katzen drauf. Ich bin ja eher Team Hund. Ja, aber ist schön, auch hier wieder, ne, die Geschichte, wie auch bei der Handmaske, Baumwoll, Socken in dem Fall drüber ziehen und dann über Nacht einziehen lassen. Und du hast am nächsten Morgen wundervoll weiche Füße. Was sollen wir denn am 23. Dezember machen, am Tag vor Heiligabend? Nochmal duschen, baden, baden. Sicherlich kriegen wir dann ein Bad rein, oder? Nö, wir können uns eincremen. Das finde ich cool. Das ist eine Körperlotion mit Bio-Vanille und Bio-Weidenrinde. Ich sag's ja, da ist eine Katze drauf zu sehen. 50 Milliliter sind hier enthalten und ja, ne, ist ganz schön, eine schöne Größe. Ich hätte mich drüber gefreut, wenn wir hier noch irgendwie was mit Bio-Rose drin gehabt hätten, weil da hatten wir ja bislang nur die kleine Tube und ich liebe ja Rose. Aber ja, ne, auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und jetzt schauen wir uns zusammen die Nummer 24 an, die wirklich, wirklich klein ist. Aber dafür ist sie ganz schön lang und da bin ich gespannt, was sich hier drin jetzt verbergen wird. Ob es wirklich auch ein Pflegeprodukt ist oder ein Tool oder sowas. Oh, leck mich fett. Okay, das letzte Produkt macht diesen Adventskalender meiner Meinung nach zu einem Frauen-Adventskalender. Denn bislang hatten wir nur Unisex-Produkte drin und in der 24 haben wir eine Mascara drin. Okay, das ist Alverde All-in-One, das Multitalent. Oder warte mal, oder ist das gar keine Mascara? Es sieht aus wie eine Mascara. Ich will es aufmachen. Was bist du denn? Doch, mit extra großer geschwungener Bürste. Ja, ich wollte es schon sagen. Das ist eine Mascara. Wow. Siehste wohl. Meine Gebete wurden erhört. Ich hatte es, glaube ich, beim letzten Adventskalender-Unboxing auch gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass die da auch dekorative Kosmetik reinmachen. Ich finde es ziemlich, ziemlich lässig, dass sie da jetzt einfach mal in die 24 eine Full-Size-Mascara reinhauen. Was natürlich jetzt aber den Adventskalender, wie gesagt, zu einem Frauen-Adventskalender macht. Das müssen die sich gefallen lassen, ne? Okay, so, dann, ja, machen wir jetzt mal ein Fazit, ne? Ich gucke mir die Produkte auf meinem Tisch an und ich muss als allererstes sagen, ich sehe unfassbar viele Sachets.
Andererseits haben wir natürlich auch drei Full Sizes, jedenfalls würde ich jetzt auch die Lippenmaske mal als Full Size zählen, hier mit drin. Und natürlich sind diese Schaumbäder und auch die Gesichtsmasken quasi Full Sizes, ne? Also kann man so und so sehen. Ich glaube aber, werttechnisch liegen wir hier eigentlich gar nicht so verkehrt. Also ich denke schon, dass wir mit den Produkten einen Wert zusammenbekommen, der höher ist als das, was wir dafür ausgegeben haben. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es wäre nur eine Vermutung. Ich finde den Adventskalender aber besser als letztes Jahr. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!